Konnichiwa, Twitches, ich bin so langsam richtig durch. Aufnahme läuft, ja. So. Jetzt können wir weitermachen. Das ist deine Chance, Foxy. Schnapp dir die Trollen. Wir haben ja hier tollen Thunfisch für den Katzennapf. Komm, kitschi, 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 kitschi. Komm, jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Oh. Habt ihr gesehen, wie die da? Gleich wird sich zeigen, warum der Napf draußen steht, obwohl die Katze drinnen eingesperrt ist. Sie kann ja nicht gleichzeitig drinnen und auch nicht bricht sie durch die Wand, wie in dieser Werbung. Es sei denn natürlich, es handelt sich um eine Schrödinger-Katze. Quantenmechanische Zombies. Nicht wirklich tot, nicht wirklich am Leben. Entdeckung, Goal! Was? Ich habe soeben die unbändige Kraft des Wellenteilchen-Dualismus entfesselt. Oh, was ist denn los? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich habe soeben das größte Rätsel der Quantenphysik gelöst. Es gibt eine Katzenklappe. Alter. Entschuldigung, das musste ich tun. 9 Leben und 0 Manieren. Was sagt man da? Na dran. Oh nein. Was sagt man da? Na dran. Oh, eine Miezekutte. So. Eine Katzenklappe, wie vorhergesehen. Ich bin zwar genauso gelenkig wie eine Katze, aber leider auch so muskulös wie ein Löwe. Mit meinen breiten Schultern würde ich niemals durch diese schmale Klappe passen. Ja, und was machen wir da jetzt? Meinst du... Troll mit der Wespentaille, die alte Stecherin, Alter. Hey, Goal, alles gut bei dir? Ich weiß nicht. Bist du dir sicher, dass uns Argus nicht erwischen wird? Nichts ist sicher. Zumindest nicht, solange du in der Nähe bist. Was? Du bist doch die nette Goal. Oder habe ich die Datasetten verwechselt? Nein, nein. Krawall-Goal hat mir nur ein paar Hinweise auf den Unterarm gekritzelt. Huch. Hast du durch diese Katzenklappe? Ich glaube nicht. Ich bin immerhin nicht so sportlich wie du. Naja, schon klar. Warum machst du es dann nicht selbst? Tja, ich würde ja, aber meine Schultern sind einfach zu breit. Und dann all diese Muskeln und so. Ui, darf ich mal anfassen? Na klar, bedien dich. Leidest du unter so einer Krankheit, bei der die Knochen labbrig werden? Was? Nein. Du Armer. Wir müssen in den Gadget-Shop. Zu dumm. Zu. Ha, so eine dumme Tür kann mich doch nicht aufhalten. Du willst doch nicht etwa einbrechen? Warum denn nicht? Oh, fein. Wie willst du vorgehen? Wirst du die Tür auftreten? 3-mal darfst du raten, Baby. Wow. Und das, obwohl sie doppelt Titanium verstärkt ist und es richtig, richtig wehtun würde? Jetzt noch 2-mal. King Phil, vielen Dank fürs Trollen. Willkommen in der Schublade. Ich sollte das lassen, das ist albern. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Ich weiß nicht weiter. Können wir die andere Goal durch die Katzenklappe schicken? Please. Oh, na endlich. Habe ich was verpasst? Weißt du noch, wie ich dich vor dem Drachen beschützt habe? Lass mich das umformulieren. Habe ich etwas verpasst, das sich nicht lediglich in deinem Kopf abgespielt hat? Hä? Wo denn sonst? Passiert also nur, wenn Basti zu Gast war, oder wie? Ja, weil er in den 2 Wochen, die wir uns kennen, schon so oft gesehen haben, besucht haben. Mhm. Und der Pado hat Guinness in die Spalte gepostet, dass ich nicht anklicken werde, weil ich sonst gleich den Stream ausmache und Guinness trinken gehe. Weil wegen Durst. Hey, so. Goal! Alles gut bei dir? Tja. Hast du durch diese Katzenklappe? Du bist wohl zu fett, was? Das sind alles Muskeln. Willst du mal anfassen? Nein, danke. Ich will mich nicht mit Schwabbelitis anstecken. Na, schwabbelt doch nichts. Das Licht ist nur ungünstig. Geh mal einen Schritt zur Seite, Baba. Ich zeig dir jetzt, wie das aussehen muss. Yeah. Sogar ihre Bubis wubbeln. Guckt euch das an.
Schön. Und? Beeindruckt? Ich weiß nicht. Kannst du das nochmal machen? Ich war wohl gerade etwas abgelenkt. Vergiss es. Charlie, keine Ahnung, Wochenende, ich weiß es noch nicht. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich kann jetzt nicht einfach den Stream ausmachen nach gerade mal offiziell 2 Stunden. Only Trouble. Vielen Dank fürs Trollen. Willkommen in der Schublade. Mach's dir bequem und nimm dir eine Dose Thunfisch, die eigentlich Delfin ist. Hier, die Katze mag's auch. Wubbele, wubbele. Endlich sind wir drin. Was ist denn da los? Was stimmt denn nicht mit ihm? Oh. Und er da oben ist wohl schlafen gegangen? Bananen. Hehe, sauber. Das war jetzt aber wirklich das letzte Mal, dass ich Mutter Natur dabei helfe, ihre Designschwächen auszubügeln. Jesus, hallo. Der Trollen verlangt es nach Bier, holt einen Depp, der es ihr bringt. Wäre geil. Muss aber kein Depp sein, kann auch ein ganz normaler Mensch sein. Was mache ich eigentlich mit der geraden Banane? Ich weiß ja nicht. Brauche ich hier? Ach ja, genau. Hallo, aufwachen! Die Robopokalypse hat begonnen und alle warten auf dich. Nichts. Wie kriegen wir den denn wach? Wollen wir was schreddern? Eigentlich nicht, ne? Lotto spielen hat nichts mit Glück zu tun. Man braucht nur ein unfehlbares System. Der Lottomat scheint mein System nicht zu verstehen. Okay, wir müssen jetzt wirklich nochmal zu dem Dude und die Lottozahlen rauskriegen. Alter. Ernsthaft? Ah, natürlich in den Sternen. Im Lotto gewinnen. Okay. Das kriege ich hin. Das schaffe ich. Ja. Wo war das? Am Nordpol hat man Sterne gesehen. Hier. Da. Der Guru sagte, die Lottozahlen stehen in den Sternen. Was meinte er wohl damit? What? Ah, vielleicht meinte er das. Also erstmal ist das viel zu einfach und außerdem ging das viel zu schnell. Alter. Ich hoffe, ich muss mir die aufschreiben. Sonst mache ich das jetzt gleich umsonst. Der Guru hatte doch recht. Jetzt tut es mir fast leid, was ich auf sein Diplom im Vorraum gekritzelt habe. 4, 8, 15. Der Guru hatte doch recht. 1623. Jetzt tut es mir fast leid, was ich auf sein Diplom im 42. Vorraum gekritzelt habe. So, wir haben die Lottozahlen. Wieder ab in Kutter. Ab in Kutter. Und ziemlich viel Mensch mag. Und wieder da. Trollen, wolltest du nicht mal deine Barbane entkrümmen? Das habe ich schon getan. Corodium, das habe ich schon. Hier, eine gerade Banane. Auch wenn da Bananen steht. So, hier Lottoautomat. Lotto spielen hat nichts mit Glück zu tun, sondern nur damit, einem Wahrsager körperliche Gewalt anzudrohen. Bingo! Yay! So, und jetzt? Gib mir meinen Gewinn. Hey, du! Ich möchte meinen Gewinn abholen. Oh. Danke. Geht doch. Ja, okay. So schnell kann's gehen. Ich glaube, das war's dann.
holen wir nochmal Poki an. Ja, komm, hör auf zu laufen. Ja, hier waren wir auch schon mal. Hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert, außer natürlich, dass wir jetzt an die Lotte-Maschine kommen. Vielleicht kann man das auch sogar als kleiner Hommage an Zack McCracken, das war mein allererstes Adventure, das ich jemals gespielt habe, deuten. Wenn, dann ist es unterbewusst passiert, aber jetzt gerade fällt es mir ein, die Lottozahlen zu kennen, um sich halt irgendwie da zu bereichern. Das hat natürlich sehr lange Tradition im Adventure-Geschäft. Sehr putzig finde ich übrigens, wie der Gadget hier da seinen Vorhang zugezogen hat, um in Ruhe zu schlafen. Das ist doch irgendwie herzerwärmend. Total. Gut, weiter geht's. Beziehungsweise wieder zurück geht's. Hier auch nochmal Poki. Ja, hier waren wir eigentlich schon mal. Aber nichtsdestotrotz gibt es hier jetzt in dieser veränderten Stimmung eines meiner Lieblingsrätsel. Und zwar ist es, den Angler in einem kleinen Kopfkampf zu schlagen. Und zwar, wer hat die meiste Geduld? Das halte ich nach wie vor für einen sehr großen Einfall, weil dann tatsächlich irgendwie die Lösung halt eigentlich relativ offensichtlich ist und man dann nur gegen ein paar Widerstände ankämpfen muss. Obwohl sie auch ein bisschen out of the box ist. Also es ist schon ein bisschen out of the box, was ihr da machen müsst. Gefällt mir sehr gut. Die Lichtstimmung übrigens, die habe ich tatsächlich als Referenz selber erzeugt aus dem alten Screen, den Micha gemalt hatte. Habe dann an ein paar Photoshop-Reglern hin und her gezogen und für die Laternen halt einfach die entsprechenden Bereiche, die hell sein sollten, einfach wieder rausradiert mit einem weichen Pinsel. Das dann schon so aussah, als wäre es dann besonders hell da an den Stellen. Und das war wirklich nur zur Anschauung gedacht und nicht so, dass es nachher ins Spiel kommen müsste, aber das hat ihnen dann so gut gefallen, dass das meiste davon tatsächlich auch übernommen wurde, dass Micha das gar nicht mehr großartig verändert hat, was ich da angelegt hatte. So kann es auch manchmal gehen. Vielleicht schlummert ja doch noch ein Grafiker in mir. Der Mantel hat dieselbe Technologie wie unsere Schublade. Ja, da war ja schon, ja eben schon brennenden Reifen drin. Das war schon ganz schön awesome. So, also wieder auf dem Kudde. Und ja. Wobei, Moment, komme ich hier wieder zurück? Ich will hier nochmal mit Poki. Und wir sind wieder unterwegs. Nach diesen hochdramatischen Ereignissen ist Rufus mit 2/3 von Goal immerhin wieder vereint und mit Doc und Boso auf dem Weg, um das letzte Drittel von ihr zu finden. Und natürlich geht es wieder weiter mit Bosos Kutter, der einem ja mittlerweile schon so ein bisschen ans Herz gewachsen ist, fast wie ein eigener Charakter. Die Brücke von Bosos Kutter ist ja das Deponia-Äquivalent der TARDIS oder des Millennium-Falkens. Und da möchte ich auch gleich mal eine Frage an Rufus richten. So, fühlt man sich denn da eigentlich auf diesem Set auch nach einer Zeit so richtig heimisch? Das hätte ich gerne, aber immer wenn ich mich da auf das Sofa setzen wollte, hast du da schon gesessen. Das ist doch da, wo dieses Kissen jetzt so ganz schlau hingelegt wurde. Da ist eine Arschmulde von dir, eine perfekt erhaltene. Ich fand es, ich habe immer gehofft, dass dich mal jemand entführt. Dann hätte die Polizei nämlich von der Arschmulde einen Gipsabdruck gemacht und dann hätte sie dich damit suchen können. Also wie soll man sich da heimisch fühlen, wenn du da ständig sitzt? Ja, dazu muss man aber auch sagen, dass das halt einfach, es ist so mein Platz. Ich hatte da hinter dieser Abdeckplatte rechts, da hatte ich halt auch immer meinen Kaffeebecher stehen. Aber der Platz, der war halt einfach so ausgerichtet, dass ich halt immer einen geraden Blick auf den Monitor, da, den sieht man leider nicht im Bild, hatte, dass der halt nicht so weit entfernt ist vom Fenster und nicht so weit von der Tür. Man kann halt irgendwie, man sieht sich, also das, es ist einfach mein Platz. Ja, und dein Arm reicht genau bis zu den Gummibärchen, die da unten unter dem Treppchen da immer gestanden haben. Die dir nicht gehört haben. Ich will jetzt nicht sagen, wem die gehört haben. Aber ich könnte noch hinzufügen, wem sie nachher in die Nase gestopft wurden. Und zwar, Wem sie aus der Nase gezogen wurden. Bevor du sie dann in deiner Gier trotzdem gegessen hast. Irgendjemand muss sie da ja auch reingetan haben. Naja, wir fragen Boso später. Okay. Was wollte ich machen? Genau, wir haben... Nein. Schwarzmarkt. Ja, genau, Porta Fisco. Das ist der Place to be. Jetzt gehen wir da rein. Ich meine, okay, wir haben jetzt die Torpedoausrüstung, aber die sind ja immer noch Emo. Sie sind zu weit weg, um sie auszurüsten. Ich muss sie irgendwie durch die Schleuse bekommen. Okay, also hilft mir das noch gar nichts. Kann ich denn vielleicht mit der begradigten Banane mehr ausrichten als mit den krummen?
Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Hey, was soll denn das? Du solltest doch... Diese Lache. Ich bin blind. Ich bin blind. Na ja, freuen Sie sich. Den Delfin scheint es ja immerhin gefallen zu haben. Ich sag doch, dass ich was von intelligent gemachter Comedy verstehe. So, kriegen wir die denn jetzt so durch die Schleuse? Komm, Fischi, Fischi. Was soll das denn? Na, was schon? Ich befreie die armen Fische aus deiner Tyrannei. Das sind keine Fische, sondern hochintelligente Meeressäuger. Ach ja? Hey, ihr da, wer in 5 Sekunden nicht draußen ist, bleibt bei Toni. Du hast recht. Sie sind wirklich hochintelligent. Schön. Kluge Fischis. So, hier. Habt ihr eure Torpedos? Alle dressierten Meeressäuger, die bereit sind, mit Torpedos auf meine flüchtige Freundin zu feuern. Flossen hoch! Wunderschön. Macht stolz. Poki. Auch hier sind wieder eure Klopfkünste gefragt. Ja. Das Klopfspiel war auch wiederum gar nicht so einfach zu skripten, wie es den Anschein erweckt zunächst. Viel mehr gibt es über diesen Raum gar nichts zu sagen, weil er einfach nur so ein Zwischenraum ist. Aber ich mag Zwischenräume, also Zwischenräume zwischen zwei Räumen, die halt einfach auch zeigen, wie Sachen zusammenhängen und so weiter. Auch, dass dieser Raum ein bisschen näher dran ist, also dass man hier halt mal ein bisschen größer spielt, in einer etwas größeren Nähe zu unserem Charakter, finde ich sehr schön. Und natürlich ist hier der Sachverhalt mit dem... Oh, hört ihr meinen Bart kratzen? Es gibt diesen Film, wie heißt er noch gleich? Fanboys oder so. Wo halt eine Gruppe von Star Wars Fans in die Skywalker Ranch einbricht, um halt irgendwie, bevor Episode 1 rauskommt, die Filmrolle zu klauen. Die werden natürlich geschnappt und dann ruft George Lucas an und sagt seinen Sicherheitsleuten, wie sie mit den Eindringlingen verfahren sollen. Und dann sagt die eine ganz, ich kann seinen Bart rascheln hören. Ja, aber das stimmt, man kann tatsächlich Bärte rascheln hören. Film endet übrigens mit der wunderschönen Aussage, und was ist, wenn der Film scheiße ist? Wo sie dann im Kino sitzen. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, hat aber überhaupt nichts mit diesem Raum zu tun. Also, weiter. Nächster Raum. Okay. Haben wir jetzt überhaupt noch irgendwas? Haben wir denn da oben schon gehört? Das ist ein Screen der Marke. Was hat sich Poki da nur gedacht? Folgendes hat er sich gedacht. Tatsächlich, inhaltlich hätte man die Objekte in diesem Raum verstecken oder die ganzen rätseltechnischen Gegebenheiten, die diesen Raum rechtfertigen, auch woanders verstecken können, aber ich wollte diesen Screen schon mal zeigen, weil wir ihn für Deponia 3 geplant hatten, auch wenn wir Deponia 3 im Nachhinein aufs Heftigste umgeschrieben haben, also gerade den Portafisco-Teil, kriegen wir diesen Raum später nochmal zu sehen und erleben ihn aus einer ganz anderen Perspektive und in einem ganz anderen Sachzusammenhang zu einer anderen Tageszeit und so weiter. Eigentlich war dieser Raum für tatsächlich mein altes Konzept von Deponia 3 gedacht, und spielt deswegen in diesem Spiel noch keine Rolle. Dann hatte ich für Deponia 3 die Mühe, diesen Raum wieder reinzubekommen. Weil nach dem neuen Konzept gab es hier ganz viele Sachverhalte, die halt sehr schwierig mit meiner neuen Story vereinbar waren. Und jetzt musste ich halt tatsächlich mich sehr stark verbiegen und habe mich sehr geärgert, dass wir diesen Raum hier schon gesehen haben, weil mir das einiges an Freiheit, Gestaltungsfreiheit genommen hat. Zum Glück ist dann doch alles gut ausgegangen und mir gefallen die Szenen in Goodbye Deponia sehr gut, die in und um diesen Raum hier spielen. Und dass die Räumlichkeiten, also von Entfernungen her und von den Größenverhältnissen hier,
nicht so ganz wirklich zusammenpassen mit der Größe von Porta Fisco, wie sie nachher im dritten Teil gezeigt wird. Das ist nur eine optische Täuschung. Also guck nicht genau hin. Okay, dann gucken wir nicht hin, gehen wir wieder weg. Okay, wir haben jetzt Torpedo-Delfine, aber wir haben ja noch diese Blitzekacke da. Was machen wir denn da nur? Hier, Isla Obacht. Ich hier irgendwas über... Nein. Geh da, geh hoch. Wo hat sie denn jetzt den Schirm hin? Ich hab den nicht mehr im Inventar. Baby Goal! Hey, Goal! Alles gut bei dir? Nicht wirklich. Ich habe Angst vor Gewitter. Ich bin ja bei dir. Kannst du dich nochmal in das Planschbecken stellen? Na klar. Und jetzt? Abwarten. Wenn dein Plan funktioniert, wird dir schon sehr bald ein Licht aufgehen. Weil du von einem Blitz getroffen wirst. Was? Wie waren noch gleich diese Gewittertipps? Also, man sollte bei einem Gewitter nie im Wasser sein. Außerdem sollte man Weiden meiden. Man sollte also nie unter einem Baum stehen. Und schließlich sollte man auch keinen aufgespannten Regenschirm halten. Aber selbst wenn man all diese Regeln einhält, ist die Chance, von einem Blitz getroffen zu werden, noch immer gering. Da ist es fast wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Wasser, Baum, Regenschirm, Lotto. Jetzt habe ich alles. Aha. Bleib so. Ich bin gleich wieder da. Schön. Du bist ein echter Freund. Warten. Schön. Ey. Da. Hier. Das wirst du brauchen. Hey, wir haben ja im Lotto gewonnen. Hey. Wie standen wohl die Chancen? In etwa so hoch, wie von einem Blitz getroffen zu werden. So viel Glück. Kaum zu fassen. Okay. Und jetzt? Alles gut bei dir? Alles supi. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gespannt ich bin. Glaub mir, du wirst noch viel gespannter sein, wenn mein Plan funktioniert. Hui, wie schön. Es wird eine elektrisierende Erfahrung für dich. Ich freue mich so. Die Erkenntnis wird dich sozusagen wie ein Blitzschlag treffen. Wie war das? Das, vergiss es mal. Bleib so. Gut. Ich bin gleich wieder da. Schön. Du bist ein echter Freund. Warten, nicht reden. Dann jetzt vielleicht? Oder grillt er sich wieder? Hey, das hat ja richtig gut geklappt. Was hat gut geklappt? Hörst du denn gar nicht auf, wenn ich hier mein Leben riskiere? Sorry. Ich muss kurz geblinzelt haben. Oh mein Gott. John Lessing, du hast recht. Das ist ein Schnabeltierpool. Voll gut. Ja gut, dann haben wir jetzt den Sender voll funktions... Ich habe schon wieder aus dem Spiel rausgeklickt. Voll funktionstüchtig. Installiert. Können wir dann jetzt... Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Die Torpedo-Delfine sind bereit und ich kenne die Position des Tauchboots. Na, dann wollen wir mal. Kann beginnen. Ich muss nur einen einzigen Delfin in das Planquadrat des Tauchboots schicken und dann... Okay. Mist. Mist! Der kann nicht vor. Oh.
Ich erinnere mich daran. Ich habe, glaube ich, da ewig dran gesessen. Moment, das ist voll dämlich, was ich da mache. Aber das könnte doch jetzt das Arg. Alter. Nein, jetzt habe ich vergessen, auf Poki zu klicken. Oh nein, es tut mir leid. Ich wollte auf Poki klicken. Ich kann Kiwi wieder hören. Oh nein, ein Minispiel. Was? Nein, verdammt. Meinst du, es könnte meine Chancen bei Goal verringern, dass ich einen Teil von ihr mit Torpedos zum Kentern gebracht habe? Normalerweise würde man so denken, ja. Immerhin ist sie zur Hälfte ein Drittel deiner Freundin. Oder wie auch immer ihr eure Beziehung nennt. Wahrscheinlich müsste man ein neues Wort erfinden. Verwechslungsdramödie. Verwechslungsdramödie. Das muss ein ganz schön großer Wurm sein, der an diese Angel gehört. Trollen, magst du Perry von Phineas und Ferb? Was ist das? Taucheranzug. Oh. Taucheranzug an Haken? Passt. Cool. Das ist eine Vogelscheuche gegen Möwen. Wow. Und ich dachte, es sei mein alter Taucheranzug. Ich bezahle dich ja auch nicht fürs Denken. Du bezahlst mich eigentlich für gar nichts. Was Denken mit einschließt. Ist Trollen ein Schnabeltier? Wo? Wo ist ein Schnabeltier? Ich sehe kein Schnabeltier. Was hast du vor? Ich gehe jetzt da runter. Vielleicht gibt's eine Hintertür. Bei einem Tauchboot? Klingt irgendwie unlogisch. Ja. Aber wie du ja sicher weißt, sind die Gesetze der Logik unter Wasser außer Kraft gesetzt. Nein, sind sie nicht. Blub, 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 die blub. Und jetzt hör auf mit dem Unterwassergewäsch und lass mich einfach runter, okay? Na gut, auf dein eigenes Risiko. Huch! Oh. Okay. Schlauch, Schlauch. Ich hab eine Schläuche, ne? Oh, und einen Knopf. Ah ja. Oha, die haben den Todesblick. Ich
weiß nicht, ob wir hier nochmal runterkommen. Deswegen höre ich mir jetzt Poki an. Ich mag ja Minigames. Keine Angst, Greenscreen ist gar keins mehr. Aber eigentlich war hier eins geplant. Und zwar wieder eines von der Sorte, die sich gar nicht wirklich lösen lässt, sondern die man wieder kaputt machen muss. Im Endeffekt hat das aber alles nicht hingehauen. Von der Größe im Screen war das einfach zu fummelig. Und während ich dann bei englischen Sprachaufnahmen war, haben hier im Büro die Leute um Simon, ich glaube, es war Simon, saß da dran, also einer meiner Skripter, der hat dann entschieden, ach, wir nehmen es einfach raus. Und ich habe es nicht gemerkt. Und es ist nicht mehr drin. Aber es wäre wahrscheinlich auch zu fummelig gewesen. Und so lustig war es auch gar nicht. Scheiße, Simon. Okay, und dann mache ich an der Stelle einen Cut für YouTube rein, weil ich muss dringend pipi. Vielen Dank fürs Zuschauen, YouTube, und bis zum nächsten Mal. Und wir singen. Boop.